Hi Leute und willkommen zu einem neuen Video und endlich das versprochene One Neuzugänge. Nein, das stimmt nicht. One Programmvorschau Video. Ich habe es ja schon mal irgendwann vor 1000 Jahren in einem Video erwähnt und ich habe auch gesagt, dass ich das machen werde und ich werde es auch machen. Ja, und ich habe auch ein kleines Heftchen zugesendet bekommen mit so einem kleinen Teaser schon für euch hier. Die meisten werden wahrscheinlich mittlerweile schon die One Programmvorschau gesehen haben. Dennoch möchte ich sie mit euch durchsprechen. Seid ihr bereit? Ich hoffe, ihr seid bereit. Ja, und es wird auch nochmal eine normale Programmvorschau vielleicht irgendwann geben, aber ja, und nächstes Jahr bin ich schneller. Falls ihr lieber die Deluxe-Programmvorschau sehen wollt, da oben ist irgendwo Katharinas Video verlinkt. Und ich würde sagen, wir fangen an mit dem ersten Titel. Ich zeige euch auch, es ist super cool, dass ich das euch so zeigen kann. Und zwar ist der erste Titel, seht ihr es? Ja, ich kriege das mal so um. Unser erster Titel, der bei One erscheinen wird, ist Strange the Dreamer. Der erste Band wird allerdings in zwei Teile gesplittet, aber ihr hättet mal Alina sehen sollen, als sie das gesehen hat, beziehungsweise sie hat ja schon leicht was gewusst und es kam nicht ganz so überraschend für sie, aber trotzdem freut sie sich, glaube ich, super, während sie sich, glaube ich, auch nicht freut. Kennt ihr das, wenn man so eifersüchtig ist, wenn Leute so die Lieblingsbücher lieben und so und alle, die dann lieben, dann bist du so, oh Mann, aber ist doch mein Lieblingsbuch. Fühle ich total. Und ich glaube, sie hatte diesen Moment auch so ein bisschen dieses, ja, endlich kann es jeder lesen. Und dann so, nein, endlich kann es jeder lesen. Und ja, es kommt auf jeden Fall im Deutsch raus. Jetzt muss ich spicken, wann. Kommt am 30.09. raus, also auch schon bald. Allerdings haben sie halt den ersten gesplittet in zwei Teile wieder. Der zweite sieht dann praktisch so aus. Das ist dann ein Traum von Liebe. Und der erste heißt Der Junge, der träumte. Und ich bin sehr gespannt. Ich habe es ja selbst noch nicht gelesen und ich würde mich freuen, wenn vielleicht jemand Lust hätte, das mit mir zusammenzulesen. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, ob ich das Deutsche oder das Englische lesen werde. Momentan, hatte ich ja schon im letzten Video gesagt, bin ich in dieser Phase, wo ich lieber auf Deutsch lese und demnach mal gucken, wie es bis dahin aussieht, ob ich denn das Deutsche lese oder das Englische. Aber hierauf freue ich mich sehr. Übrigens ist das Buch von Lainey Taylor, weil ich das immer noch nicht gesagt habe. Die Gute hat auch schon Daughter of Smoke and Bone geschrieben, was Tammy, also von Tammy Fischer, super, super geliebt hat und 1000 Jahre jeden empfohlen hat. Und ich glaube, sie hat auch Strange the Dreamer schon gelesen und super, super geliebt. Also es gibt sehr, sehr viele, die dieses Buch schon geliebt haben. Eigentlich fällt mir gerade nur Alina, Nora und Tammy ein. Aber die drei haben super geliebt und die drei sind ja wohl richtig gute Booktuber, also vertrauen wir ihnen einfach mal. Und ja, auf jeden Fall freue ich mich darauf. Ich glaube, es ist auch der Spitzentitel in diesem Jahr und ich bin sehr, sehr gespannt. Ja, und dann kommt mein persönliches Highlight, wo ich ja fast geheult hätte vor Freude. Und zwar ist es, seht ihr es, Cinder und Ella 2. Ich glaube, wir müssen alle nicht darüber reden, wie sehr ich Cinder und Ella geliebt habe. Und wir können alle darüber jetzt ablästern, dass ich immer noch nicht den zweiten Teil Englisch gelesen habe, obwohl ich ihn hier habe. Ihr merkt, momentan geht es steil bergab bei mir. Auf jeden Fall Cinder und Ella, dafür gab es auch ein Cover-Voting, einmal weiß oder rot. Ich habe allerdings vergessen mitzuvoten. Aber ich fand rot eigentlich schöner, aber weiß ist genauso schön. Ja, und hier geht es natürlich darum weiter. Ich habe gar nicht so gesagt, worum es in Strange the Dreamer geht. In Strange the Dreamer geht es um Laszlo Strange und der hat immer einen bestimmten Namen im Kopf und zwar eine Stadt namens Weep und Weep hat irgendwie jeder vergessen und wenn sie dran denken, dann denken sie halt nur an Weep und ja, er macht sich auf die Suche nach dieser Stadt und was dann passiert, erfahren wir dann im Buch. Allerdings soll das Ganze so ein bisschen Atlantic-Retelling haben und Atlantik, vor allem Atlantis. Ich kann echt nicht reden, Leute. Atlantis-Retelling sein und ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Zurück zu Cinder und Ella. Bei Cinder und Ella geht es weiterhin um Cinder und Ella, beziehungsweise ich weiß gar nicht mehr, wie der Dude eigentlich hieß. Brian, genau. Es geht weiterhin um Cinder und Ella, beziehungsweise um Brian und Ella. Und mehr sage ich nicht, weil das wäre ja ein Spoiler. Ich habe es jetzt gerade schon 5000 Mal mit Spoiler drin gesagt. Ich sag natürlich nicht, wie der erste Band endet. Aber es geht weiter. Ja, dann kriegen wir einmal noch so einen Jugendthriller. Und zwar ist es A Good Girl's Guide to Murder. Und eigentlich gar nicht mein Ding, klingt aber ziemlich, ziemlich cool. Und zwar geht es um Ellie. Ich weiß ihren Nachnamen nicht mehr, weil ich kann mir so schon Namen nicht merken. Also wir sehen darüber hinweg. Jedenfalls geht es um Ellie. Die wurde ermordet von ihrem Freund angeblich. Allerdings glaubt es ihre eine Mitschülerin nicht. Beziehungsweise sagt man denn auch Mitschülerin, wenn jemand tot ist? Jedenfalls eine Schülerin glaubt das nicht und im Rahmen eines Projektes rollt sie den Fall wieder auf und findet da interessante Dinge raus. Und eigentlich finde ich, das klingt so ein bisschen schon wieder in die Richtung von One of Us Lying, also diese Jugendthriller-Genres und irgendwie fehlt sowas
total auf den deutschen Markt. Es wird ja immer mehr teilweise, aber mir fallen jetzt auf Anhieb nur drei ein, die es gibt auf dem deutschen Markt. Und ich finde es eigentlich ziemlich cool, dass es sowas gibt. Gerade für Leute wie mich, die Thriller eigentlich gerne lesen, aber irgendwie dann nicht mehr schlafen können, ist natürlich ein Jugendthriller immer eine gute Option. Demnach, ja, A Good Girl's Guide to Murder. Ich bin gespannt. Ja, dann drehen wir einmal um zu Vannis Favoriten. Also wir haben ja alle Favoriten, wie ihr merkt. 10 Blind Dates für die große Liebe. Und hierbei geht es um eine Frau, um ein Mädchen. Ich muss ihren Namen mal gucken. Sophie. Es geht um die 16-jährige Sophie. Und Sophie lebt auf dem Land und da lernt man halt nicht so schnell einen Dude kennen wie in der Stadt. Voll die Lüge, in der Stadt lernst du auch keinen Dude kennen, Leute. Lasst euch sowas nicht einreden. Hier gibt es zwar mehr, aber die wollen in andere Dinge. Ja, hier. Mit Melina, dem Stadtkind, gibt es erstmal hier so ein kleines Dings. Ja, jedenfalls, sie wohnt aber auf dem Land und da gibt es halt nicht so viele Typen. Und dann fährt sie zu ihrer Oma, die auch auf dem Land wohnt irgendwie. Und die sagt dann, ey, du bist 16 und immer noch Single. 22. ja, ist ja auch egal. Wir sind nicht dramatisch. Aber die Gute ist 16 und ist immer noch Single und ihre Oma denkt sich, ne, das geht gar nicht. Und organisiert 10 Blind Dates für sie. Und wie die enden, das erfahren wir halt im Buch. Und Vanni fand das total toll. Wahrscheinlich, weil Vannis Oma sowas auch machen könnte. Oder Vanni, das könnte deine Oma auch bringen. Meine Oma ist wahrscheinlich auch so. ja, Oma ist halt, ne? Aber ja, wahrscheinlich für alle die, die immer noch sonntags zu ihrer Oma gehen und gefragt werden, und wann bringst du mal jemanden mit nach Hause? Ja, für die Leute ist das Buch wahrscheinlich das Highlight. Lass uns alle dran trauern. Dann kommt einmal von René Adit, Eis und Liebe. Nee, das Herz aus Eis und Liebe. Lesen kann ich auch nicht. Seht ihr das überhaupt? Wenn nicht, ist voll peinlich, aber ihr müsst es trotzdem über euch ergehen lassen. Ja, das ist der zweite Teil von, ja, weiß ich gar nicht, wie der erste Teil überhaupt heißt. Das Mädchen aus Feuer und Sturm. René Adit, ich glaube, das ist ja Flame in the Mist in Englischen. Und soll ich euch mal was erzählen? Das englische Buch liegt hier noch ungelesen seit 100 Jahren. Ihr merkt, englische Bücher und ich sind momentan nicht so die besten Freunde. Ich glaube, das ist ein Mulan-Retelling, der erste Teil jedenfalls. Worin es im zweiten geht, kann ich euch nicht sagen. Hab den ersten auch nicht gelesen. Wusste nur, dass es ein Mulan-Retelling ist und war so, kaufen. Ja, aber er wurde sehr gefeiert von allen. Und der zweite kommt übrigens auch. Ich habe bis jetzt kein Erscheinungsdatum gesagt. Ich blende die unten ein. Ha. Ja, dann, worüber ich mich sehr freue, weil ich den ersten immer noch nicht beendet habe, weil ich, ey, merkt's, oder? Ich krieg's momentan nicht auf die Reihe. Vielleicht habe ich das Buch ja beendet, bis das Video online kommt. Allerdings glaube ich das nicht. Von Kira Licht jedenfalls der zweite Teil. Und zwar Staub und Flammen, das zweite Buch der Götter. Und das erscheint, bevor ihr mich alle richtig rantet. Hallo? Das erscheint am 30.08., also schon bald. Das ist ja schon bald August. Ey, die Zeit vergeht, Leute. Ja, und hier geht es weiter. Und wir werden weiter durch Paris mitgenommen, falls das jetzt nicht der Fall ist, weil ich den ersten noch nicht beendet habe. Werden die Leute mich jetzt richtig ranten? Im ersten Teil geht es auf jeden Fall um unsere Protagonistin, die nach Paris zieht und dort in den Katakomben jemanden Netten kennenlernt. Das klingt eigentlich wie ein Horrorfilm, oder? Ist es nicht. Es war sehr schön bis zu der Stelle, wo ich gelesen habe, bis mich das Praktikum dann in seine Fänge bekommen hat. Das Video ist eigentlich komplett chaotisch und es tut mir auch sehr, sehr leid. Und der letzte Titel, der erscheint, ist auch schon Der Kuss der Lüge. Ja, Melina, warum zeigst du uns Der Kuss der Lüge? Wieso zeigst du uns das? Erstmal, weil momentan unsere Let's Read Pearson Leseaktionen noch sind. Momentan lesen wir also den ganzen Juni lang die Mary Pearson Bücher. Wir sind mittlerweile schon in der dritten Woche, das heißt, wir sind auch bei Band 3. Falls ihr jedoch trotzdem noch einsteigen wollt und ja, könnt ihr das natürlich immer gerne tun unter dem Hashtag Let's Read Pearson auf Instagram. Werbung. Nein, es kommt als Taschenbuch jetzt raus, endlich. Und mir hat der erste Teil sehr, sehr gut gefallen. Habt ihr vielleicht auch mitbekommen, falls ihr mir bei Instagram folgt. Ich habe ihn nochmal rereadet und ich habe ihn wieder sehr genossen. Fand es allerdings viel angenehmer zu wissen, wer wer ist. Und das wusste ich ja jetzt, Gott sei Dank. Und jetzt kommt das Ganze nochmal als Taschenbuch raus. Und genau, das werde ich mir wahrscheinlich nicht kaufen. Aber falls mir das zugesendet werden sollte, könnte es ja demnächst mal ein Gewinnspiel geben. Nur falls. Aber wir gucken mal. Es gab schon lange kein Gewinnspiel mehr. Und ja, genau, wir sind jetzt beim dritten Teil. Das ist die Gabe der Auserwählten. Und ich bin sehr gespannt, wie es ist. Und ja,
Das waren auch schon alle Titel, die erscheinen bei One. Allerdings, Strange the Dreamer ist halt schon. Oh, Cinderella 2 ist schon. Oh. Und ich bin sehr gespannt. Wie gesagt, wenn ihr noch das Glücksprogramm sehen wollt, oben ist das Video verlinkt. Falls ihr jetzt noch ein anderes Video von mir sehen wollt, weil ihr mich trotzdem noch irgendwie mögt, gibt es hier einmal ein anderes Video und hier könnt ihr mich dann abonnieren. Man darf, glaube ich, nicht sagen, dass man einen kostenlos abonnieren kann, auch wenn es so ist. Aber das darf man, glaube ich, nicht sagen. Ich glaube, das ist irgendwie unlauterer Wettbewerb. Voll interessant, falls ihr das wisst, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, Leute!